Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 3. November 2017? Mond hat eine zunehmende Mondphase und nähert sich zu Vollmond. Morgen ist Vollmond. Selbstverständlich werde ich morgen darüber berichten in mein Tageshoroskop. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen wieder im Grenzbereich und übergeht in Tierkreiszeichen Stier. Mond hat heute einen Einfluss von Mirach. Mirach ist ein Stern in Sternbild Andromeda, vermittelt Schönheit, Kunst, Kreativität, Harmonie, Frieden und Glück. Das erinnert ein bisschen auf die Venus-Energie. Mond bewegt sich Vergleich zu Planeten ziemlich schnell und kommt zur Verbindung zum Charatan und Mesartim. Diesen beiden Sternen, Charatan und Mesartim, befindet sich in Tierkreiszeichen Widder, das ist das Horn der Widder, aber wirkt in diesem Grenzbereich schon im Tierkreiszeichen Stier. Früher war hier der Frühlingspunkt und das symbolisierte der Neuanfang. Das bedeutet in unserem Leben, dass viele Menschen starten etwas Neues. Die Scheinbewegung der Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion und steht in Verbindung zur nördlichen Krone. Und diese nördliche Krone hat eine Schleife, ein Band, ein Knoten. Das erinnert mich ein bisschen auf den gordischen Knoten. Also wir brauchen eine Lösung über etwas. Diese Krone ist aber ein Geschenk. Also damit können wir auch rechnen, dass wir heute ein Geschenk erhalten. Oder brauchen wir über etwas Klarheit eine Lösung? Und wie trifft das die einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen können mit einer Nachricht rechnen oder erhalten eine Information. Und es ist undeutlich, unklar, und hier brauchen die Wiedergeborenen eine Klärung. Entweder genau hinhören oder etwas überprüfen oder nochmal nachfragen. Die Wiedergeborenen brauchen ein inneren Gleichgewicht und brauchen die Ruhe, weil in Ruhe liegt die Kraft. Und die Wiedergeborenen brauchen gerade Kraft, sonst verlieren sie die Gleichgewicht. Diese Kraft kommt dann, wenn sie nicht nur arbeiten, sondern sich auch mal erholen oder etwas machen in Freizeit. Und das sollen die Wiedergeborenen ein bisschen ausbalancieren. In die Liebe, Partnerschaft ist wichtig, auf anderen zugehen, Gefühlen zeigen oder Gefühlen annehmen. Das sollen die Wiedergeborenen auch die in Gleichgewicht bringen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen, hier befindet sich morgen der Neumond, aber darüber berichte ich morgen näher. Nicht Neumond, Vollmond, sorry. Vollmond ist morgen und das ist im Tierkreiszeichen Stier. Die Stiergeborenen sollen die Gespräche, die Kontakte suchen mit jemand. Das ist wichtig. Eine Brücke bauen, auf anderen zugehen oder schreiben oder anrufen oder besuchen. Also das ist wichtig, weil das hat gerade eine Bedeutung. Wichtiges Thema ist auch bei den Stiergeborenen Klarheit, Orientierung und auch wichtig die Liebe und Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist Neuanfang, Neubeginn. Die Zwillingsgeborenen haben Mut, sie haben Kraft,
Es ist Bewegung. Sie sind von etwas begeistert. Die Gespräche erscheinen unsicher, unklar. Sie sollen auch nachfragen oder etwas überprüfen. So ähnlich wie bei Wiedergeborenen. In der Liebe haben die Zwillingsgeborenen Glück. Die Krebsgeborenen. Wie der Tag beginnt, das sind Hindernisse, Unbeweglichkeit. Aber im laufenden Tag und auch im kommenden Tagen kommt eine Bestätigung, kommt Sicherheit, Stabilität und es brauchen auch die Krebsgeborenen. Eine Reise kann Erholung sein oder diese Reise hat eine Bedeutung. Ansonsten befinden sich die Krebsgeborenen gerade in einer Wandlung. Sie verabschieden von etwas, beginnt etwas Neues, das werden sie befestigen und sie haben auch mehr Klarheit und sie werden ihre Chancen wahrnehmen im Leben. Vielleicht nicht heute, aber das ist die Tendenz momentan. Sie können mit einer guten Nachricht rechnen. Die Tierkreis zeichnen Löwen geboren, sind unerwartete Ereignisse, Glück, Möglichkeiten, Chancen, Glück auch in der Liebe, Partnerschaft. Es bewegt sich auch einiges. Aber emotional werden in den kommenden Tagen ein bisschen aus dem Gleichgewicht kommen. Das sind vielleicht noch Einflüsse von außen oder Erinnerungen. Ein bisschen Geduld noch, weil dann kommt wieder die Leichtigkeit. Aber im Allgemeinen haben wir wirklich Glück auch beruflich und auch in die Liebe, Partnerschaft. Ein Gespräch kann aber unangenehm sein. Kann auch bedeuten, dass die Löwengeborenen warten auf eine Nachricht, warten auf einen Termin oder auf einen Vertrag und es kommt noch nicht. Aber es nähert sich, weil ab 6. November wird es besser sein. Die Tierkreis zeichnen Jungfraugeborenen, kommt in die Tage eine gute Nachricht oder ein wichtiger Termin, eine Bestätigung. Stabilität, Sicherheit und Ordnung, auch beruflich, auch im Bekanntenkreis, Freundeskreis. Und in die Liebe, Partnerschaft erleben die Jungfraugeborenen die Leichtigkeit. Die Waagengeborenen sollen auf ihren Gefühlen achten. Sie brauchen die inneren Gleichgewicht, das heißt auch die Ruhe. Und in Ruhe liegt auch die Kraft. Wichtige Thema sind Freundschaften, Bekanntschaften, Kontakte und auch Liebe, Partnerschaft. Aber sie brauchen auch gerade die Kraft. Und dazu natürlich auch die Ruhe. Die Tierkreis zeichnen Skorpion. Geborenen werden jetzt wahrgenommen. Sie haben immer noch eine ganz starke Ausstrahlung. Vielleicht selbst merken sie das gar nicht, aber anderen nehmen das mal so wahr. Sind auch Chancen, Möglichkeiten. Und da haben die Skorpiongeborenen auch Glück, wichtige Gespräche, mehr Klarheit, mehr Orientierung. Und diese nördliche Krone wirkt natürlich auf die Skorpiongeborenen, also eine Überraschung, ein Geschenk, eine Einladung ist zum Erwarten. Die Tierkreis zeichnen Schützengeborenen, sind Veränderungen, unerwartete Ereignisse. Es wird etwas in Bewegung kommen. Es nähert sich wichtigen Nachricht oder wichtige Gespräche oder ein wichtiger Termin. Vielleicht nicht heute ist diese Bewegung, aber in den kommenden Tagen. Das wird die Schützengeborenen begeistern. Und die liebe Partnerschaft haben sie auch Glück. Die Tierkreis zeichnen Steinbockgeborenen, kommt etwas in Ordnung. Sie haben Möglichkeiten, Chancen. Sie ordnen etwas in ihrem Leben. Das bekommt eine Struktur. Sie können auch mit einer guten Nachricht rechnen. Aber sie sollen auf ihre Kraft achten. Das heißt, sie brauchen mal auch die Ruhe oder die Zurückgezogenheit. Die inneren Kraft sollen die Steinbockgeborenen entdecken. Weil wenn das zu viel ist, wenn das zu stressig wird, dann verlieren die Kraft, werden sie müde und erschöpft sein. In die Liebe-Partnerschaft gibt's ein bisschen Einschränkungen, ein bisschen Geduld noch, das wird auch diesen Monat verbessern. Die Tierkreis zeichnen Wassermann-Geborenen,
ist die Begeisterung Neuanfang sehr gut. In die Liebe Partnerschaft sowieso. Und bei die Wassermanngeborenen ist die Kraft da, die Begeisterung, auch die Bewegung, auch die Mut, etwas Neues zu beginnen. Die Gespräche, das kann unangenehm sein, kann auch bedeuten, dass sie warten auf ein Nachricht oder ein Termin oder auf einen Vertrag und es kommt noch nicht, aber es nähert sich. Das wird in den Tagen verbessern. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen haben einen wunderbaren Neptun-Einfluss. Nicht nur bei den Fischengeborenen ist das spürbar, sondern auch bei Skorpiongeborenen. Das sind die Intuitionen, die Inspiration, die Träume, die Visionen. Und das sollen die Fischengeborenen bewusst wahrnehmen und umsetzen in Realität, wenn sie schon so tolle Energie haben. Aber das empfehle ich auch bei den Skorpiongeborenen. Diese tägliche kosmische Energie beeinflusst unser Leben. Das ändert sich ständig. Jeden Tag haben wir eine neue Energiefeld. Jeden Tag, jeder Moment ist einzigartig. Wie jeder Mensch ist einzigartig, so auch ein Geburtshoroskop ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Ich kann das hier allgemein beschreiben, auf einzelnen Tierkreiszeichen eingehen, aber es ist immer noch allgemein. Es besteht aber die Möglichkeit des maßgeschnittenen Berechnen. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Sie können eine Horoskopanalyse bestellen oder fragen, was kommt im Jahr 2018 für mich persönlich. Was sind die Tendenzen des Jahres oder was passiert in einzelnen Monaten? Welche Tage sind günstig, vorteilhaft und wo liegen die Hindernisse? Und was sind für Hindernisse? Das kann ich ganz genau beschreiben. Ansonsten empfehle ich die Blitzberatungen. Wie funktioniert eine Blitzberatung? Per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Sie beschreiben Ihre Situation, stellen Ihre Frage, bitte dazu schreiben die Geburtsdatum, wenn möglich ist mit Uhrzeit und Geburtsort. Und ich beantworte diese E-Mails persönlich blitzschnell. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.